Kann ich die Motte und den Krebs gleichzeitig im Zyklopen unterbringen? Hey Rich, Mitch. Wenn du dich entscheiden müsstest, ne? Von allen Animes, die du bisher gesehen hast, ne? In welchem Universum würdest du gehen? Ich glaube, das hatten wir mal. Also ne? Die Motte kann ich schon da unterbringen. Hatten wir das mit dir? Hatten wir das schon mal besprochen? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen anfangen aufzuschreiben, was wir tun. Geile Frage. Also nein. I let you think. I let you think. Ja, hatten wir mal, gell, Green? Ich erinnere mich daran. Wir hatten schon so viele Gespräche. Ich weiß leider nicht mehr alles, Leute. Es tut mir sehr leid. Die Frage ist eigentlich, also wenn die Maxi Fragen stellt, dann geht sie nur immer davon aus, dass die Person, die sie gerade fragt, halt gerade da ist. Genau. Und eigentlich gehen die Fragen immer an alle und alle dürfen immer mitmachen. Immer. Genau, also meine Fragen sind generell erstmal an alle gerichtet, aber also außer natürlich, wenn sie sehr speziell sind, sowas wie, wie war die Krankengymnastik Richmond für deinen Bruder, dann ist ja klar, dass ich ihn nicht meine. Aber so allgemeine Fragen gehen immer an alle, ja. Frage vorab, habe ich dann auch irgendwie die Skills vom Protagonisten? Nein. Also machen wir jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal One Piece, okay? Richmond, du hast natürlich jetzt nicht die, ich mach mal ohne Spoiler, okay, ich mach jetzt mal komplett ohne Spoiler. Hast natürlich nicht die Gum-Gum-Frucht. Gum-Gum-Frucht, ne? Oder irgendwie, sonst was. Also von den... Du hast keine Frucht von den Charakteren, die wir kennen, sagen wir es mal so. Aber wir wissen, dass diese Früchte existieren. Das bedeutet, du kannst an eine Frucht kommen und selbst eine Fähigkeit erlangen. So. Und so ist es dann auch in so jeglichen anderen Zeug. Du bist, was heißt einfach ein Dude? Du bist halt ein Typ in der anderen Welt und hast aber alle Möglichkeiten. Du hast alle Möglichkeiten. Also jetzt in One Piece. Darf ich mal probieren? Klar, du kannst es essen. Wir haben sehr viel davon. Du kannst jetzt zum Beispiel auch Ruffy kennenlernen und vielleicht sogar Teil seiner Bande werden und so. Also du hast schon die Möglichkeiten, ne? Oder du kannst auch eine ganz eigene Piratenbande aufmachen und da was selbst ein Abenteuer leisten und so weiter. Und so gilt das halt auch für alle anderen Welten. Du bist nicht der Protagonist, du bist nicht... Du hast keine Fähigkeiten von irgendwelchen Charakteren, die schon existieren, aber du darfst in der Welt existieren und hast... Schmeckt mir. Schmeckt dir? Mhm. Kannst du aufhalten. Und hast sozusagen die Möglichkeiten, wie die anderen auch einfach. Also du könntest auch ans Death Note gelangen, sagen wir es mal so. Wenn du es findest. Aber du bist halt nicht L. So. Ja, und auch nicht. Ja, und nicht der andere, aber ja. Auch nicht leid. Alter, da gibt es viele Möglichkeiten. Let's go. Ja, das ist halt das Interessante. Was ist denn eure Antwort so? Also meine, ich habe schon eine spezifische Antwort. Ich würde mich tatsächlich ins Fairytale-Universum begeben und hätte ja natürlich dann auch Magie, ne? Also keine, die existierte, also keine von den Charakteren, aber ich hätte ja eine eigene Magie und würde mich sofort der Gilde anschließen, ne? Und versuchen so bei Natsu und Lucy mich da zu etablieren. Oder, wenn das halt nicht funktioniert, halt auch einfach so meine eigene Gruppe zu gründen. Ich würde auf jeden Fall Doc mitnehmen, da sind wir schon zu zweit. Das könnten doch coole Abenteuer werden. Und ich hätte ja meine ganzen Freunde von Fairy Tail an meiner Seite, ne? Hallo Koro. Das ist halt schon, also es sind halt schon ziemlich coole Charaktere. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi Koro, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Manny, was ist deine Antwort? Also muss natürlich nicht ein Anime sein. Bitte normale Begrüßung, Maxi. Hi Koro, wie geht's dir? Hi. Was sagst du normalerweise? Schön, dass du da bist. Was sagst du normalerweise? Ich denke Dragon Ball Z und würde bei Muten Roshi ins Training gehen. Da eventuell so ein Goku und dann auch... Und dann dadurch so ein der Goat kennenlernen. Der Goat! Ja, nice. Ist auch cool.
Stimmt, daran erinnere ich mich, dass Koro Pokémon genommen hat, ja. Ach so. Ach so. Entschuldigung, einen Moment. Natürlich kriegst du auch deine individuelle Begrüßung. Du meine Güte, das kann doch nicht sein. Habe ich jetzt einfach einen Koro nicht als Seemann begrüßt? Das gibt's doch nicht, oder? Also, pass auf. Ahoi, du Leichtmatrose. Wie schipperst durch die Wellen? Wie schipperst du durch die Wellen? Du alter Seebär. Er sagt nein, doch. Galactic Football mit dem Flugskraft der Lightnings Team. Auch eine sehr spezielle Antwort. Okay, ja. Und instant ist mein Hirn wieder ausgeschaltet. Also im Konsuba-Universum so wäre auch ziemlich witzig. Achso, du musst Pokestart eingeben. Bruno, und dann kriegst du deinen Trainerpass und dann wird dir ein Starter-Pokémon zugewiesen und dann hast du Pokémon. Und du hast einen Mameon bekommen, Level 5. Gratulation. Genau, ich nehme jetzt die Taschenlampe mit. Und mit ganz viel Glück fängst du mal ein Shiny. Und wenn du hier bist, dann kriegst du quasi Geld, wenn du zuschaust und da bist. Und mit dem Geld kannst du dir neue Pokébälle kaufen und so weiter. Genau. Glumanda, ja, voll krass. Den war richtig gut. Richtig Glück gehabt. Ja. Absolut insane, ja. Das stimmt. So. Hirn, kannst du mal bitte kurz machen? Licht anzulassen, zieht übrigens keinen Strom. Ach so. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Und der echte Blackbeard wird nicht Teach, sondern Thatch ausgesprochen. So wie den Crew-Dude, den Blackbeard im Anime ermordet hat. Tatsächlich. Das heißt, Blackbeard im echten Leben trägt die Namen derer, die er für Teufelsfrüchte in One Piece tötet. Edward Thatch wollte ich noch hinzufügen. Dadurch wurde Whitebeards Tod aus foreshadowed. Ah, krass. Heftig. Da läuft alles. Und was wollte ich jetzt schon wieder tun? Genau, ich wollte mit der Motte. Ne, ich wollte jetzt. Doch, ich wollte mit der Motte. Ich wollte mit der Motte. Patch. Thatch, wie das Stroh. Oh. Ich dachte mal, da ist Marshall Mathers. Oh nein, stimmt. Nee, bevor ich jetzt losdüse, einfach Eminem ist so. Guck ich jetzt mal gerade. Ach so, ich hab das nicht. Nee, mir fehlt für das Energiezellen-Ladestation noch was. Scheiße. Aber ich glaube, ich habe noch eine. Oh. Energiezelle. Die nehme ich noch kurz mit. Das erinnert mich gerade so total an, wenn, da gibt's so einen Family Guy Witz, Co. Und zwar, spricht der, Kater immer, Cognac falsch aus, ne? Der sagt irgendwie, wie sagt er das? Grognack. Cognac. Grognack. Cognac. Und dann irgendwie, Ich habe ja, keine dabei. redet der so das erste Mal darüber, so, und der Peter verwässert ihn, glaube ich, Cognac, ne? Oder so, Nee, oder. das ist die Babs, die ihn verbessert. Ja, oder Babs. Und so denke ich mir auch gerade, das ist halt echt schwierig, wenn man immer nur Teach so liest und so, ne, und das nie gehört hat. Also klar, man hat es irgendwo mal gehört, aber davon eher liest, anstatt darüber zu reden, ne? Und dann weiß man nicht, wie das ausgesprochen wird, wie Krognack. Krognack.
Vielleicht sollte ich dann mal schauen, dass ich die Tiefe von meinem Cyclops erhöhe. Wo ist das Modul? Ich habe irgendwo ein Modul rumfliegen. Das ist nicht. Das ist auch nicht. Da sind Batterien, die lasse ich da drin. Und da ist was, Taschenlampe. Hier ist es auch nicht. Und hier ist das Modul auch nicht. Gut. Keine Ahnung, wo das Modul ist. Wo hab ich das Modul? Und ich würde mich zu 100% für Ritter statt Pirat entscheiden. Ach was, wirklich? Ich glaube, Pirat sein ist das Schlimmste, was es damals gab. War nicht annähernd so cool, wie man dachte. Immer dieselbe Essen, gesetzlos, kein Healthcare etc. Keiner war gern Pirat, während Ritter Adlige waren und extrem gut behandelt wurden. Beides aber nicht so die Premium-Leben. Piraten erleiden aber zu sehr hohe Wahrscheinlichkeit sehr frühe und sehr schmerzhafte Tode. Ich nicht. Ich hab's dabei die ganze Zeit übrigens. Das Modul, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich glaube, Koro tut jetzt gerade den ganzen Chat nachholen, die ganzen 2,5 Stunden. So. Der Koro war, glaube ich, schon sehr früh da. Voll krass eigentlich, ne? Dass voll er die toll, ganze ne? Zeit so oder viel zugehört hat, ne? Ich bin einfach seit Anfang dabei. Okay. Let's go. Koro ist heute der Widersprecher. Aber mit Recht. Ja. Man hat ja nichts gesagt, was nicht. Nö. Ne, was falsch wäre. Wollte Meinung zwei, drei Sachen abgeben, die Maxi in die Runde fragt. Aua. Ja, ich finde es doch sehr gut. Ich fand es doch sehr interessant, Mr. Koro. Ich finde es auch immer schön, wenn du schreibst. So, also ich kann nicht so tief, aber ich kann jetzt mal gucken, ob ich schon ein Tiefenmodul für den Cyclops habe, nachdem ich jetzt das Effizienzmodul eingebaut habe, das mir hoffentlich was bringt. Das ist ein beängstigendes Geräusch gewesen. Soll ich euch mal eine richtig schwere Frage stellen? So eine richtig schwere Frage. Döner oder Pizza? Spaß. In welche Buchwelt würdet ihr denn leben? Ich weiß es. Nee, doch nicht. Also ich weiß es. Mach dein Innenlicht an, wir wollen auch was sehen. Seht ihr nichts? Ist es dunkel? Ja, es ist schon sehr dunkel. Name? Ach stimmt, das ist auch Regines, einer von Regines Lieblingsbüchern. Und das hatte ich letztens in der Hand in der Bücherei, Richmond. Koro. Koro. Spiel richtig mit oder nicht? So, Nicht sein Ernst, Bruno. Der dreht manchmal Witz. Unsinn. Hat nur Witz gemacht. Musst du dich noch dran gewöhnen, Bruno. Also, wenn du öfter kommst. Gib mal einen ganz, ganz groben Umriss von Name des Windes, Rich Mitchell. Das Fantasy, nee. Oder? Ist so nah vielleicht? Tiefmodul habe ich noch gar. Doch, da ist ein Tiefmodul. Rubin und Plaststahl. Worum geht's denn da ungefähr? Also ich hätte sie dafür abgefeiert. Ja. Das ist die Sache mit dem Humor immer so. Wir lachen, während wir nicht da sind, auch über andere Sachen. Und haben da ein bisschen herberen Humor. Ist wieder an. Nein. Nein.
Aber die Antwort von Richmond kam ja wahnsinnig schnell. Na, aber das wenn das. Ach so, ja. Das haben wir noch gar nicht, da haben wir noch gar nichts davon gesehen, ne? Oh, Also, soll ich euch vorlesen? jetzt nicht. Sonst kann ich nicht denken. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich tun wollte. Doch, ich brauche Blaststahl und Rubin. Zählt Halo auch? Immerhin gab es zuerst ein Buch, dann mehr Spiele Es und zählt Bücher. alles, du kannst ganz Klar. egal, was du raussuchen willst. Achso, ne, es ging gerade um Bücher, Es ne? ging gerade um Bücher, aber es existiert als Buch, also yes. Well. Okay. Wegen den Engeln mit den vielen Augen. Was ist diese Reaktion? Alter, ich will nicht in der Bibel leben. In Halo, aber in den Kerngebieten. Ich kenne mich leider in Halo nicht so gut aus. Ich habe nur die Spiele irgendwie ein bisschen gespielt. Spannender ist jetzt 90% der Fantasy-Bücher. Ja. Hab sie nicht gelesen. Hab's aber auch ehrlich gesagt nicht vor. Ich habe eh noch nicht so viele Bücher gelesen. Ich brauche Rubin und Plaststahlbarren. Okay, und in welcher Videospielwelt würdet ihr leben wollen? Sechs. Und jetzt zählt natürlich Pokémon und Halo nicht, weil das habt ihr ja schon gewählt. Buchwelt ist tatsächlich mega einfach. Gallagher Girls, Spionageschule für Mädchen. Hey, das ist ja cool. Das ist auch eine coole Idee. Eigentlich typische Rache-Story. Eltern eines Kindes werden durch eine sagenumwobene Truppe getötet, von der man eigentlich dachte, dass es auch bei denen man um Legenden halten würde. Das überlebende Kind schwört darauf, Rache zu nehmen und geht dafür in eine Art Magieschule. Dort entdeckt er, dass er ein sehr großes Talent dafür besitzt, aber das auch nicht alles ist. Dass doch nicht alles ist, was scheint. Nebenher Coming of Age, da das Kind am Anfang sehr jung ist. Ja, krass. Spiel wäre die X-Reihe als Mensch von Terra. Sehr speziell. Krass. Wette, wenn ein Anime zur Bibel kommt, wo das alles entspannend gezeigt wird und mit guter Animation. Das wäre Anime of the Year. Bin immer wieder im Lurk. Danke für Danke für den deinen Lurk, Lurk, Koro. Koro. Bis dann. Der Schreibstil und das Worldbuilding Schön für ihn herausragend. sind herausragend. Krass. Ah, das klingt schon interessant. Also, die Rache-Story, ich bin kein Rache-Fan, aber so mit der Magieschule, das ist schon. X, ja, doch. Habe ich sogar mal gespielt, aber es ist schon Jahre, Jahre her. Die alten Spiele. Ich wusste aber auch nicht, dass irgendjemand X kennt. Das liest sich wie ein Film, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Und hat auch eine sehr coole Art von Magie. Ja, es wird immer spannender für die Maxi. Außer das mit der Rache. Aber es geht doch immer um Rache. Geht es nicht immer um Rache? Nein. Wo ist Rubin? Ich brauche einen Rubin. Nicht so Feuerball und los. So ein Feuerball, Junge. So, jetzt kann ich das Tiefmodul bauen. X4 ist gerade beste. Und in Zukunft soll auch noch Zeitreisen als Plotstrang kommen. Bei mir ist es schon so lange her mit dem X. Bei mir war das, ich habe, glaube ich, da war ich irgendwie keine Ahnung. So 13 oder so. So in dem Alter irgendwann mal. Deswegen kann mich da eigentlich an gar nichts erinnern, außer dass es ein Weltraumspiel war. Wo ein Ja. bisschen rumfliegen konnte. So, wie tief können wir jetzt? 900 Meter.